Strich. Da ist er. Hat keinen Anfang, hat kein Ende eigentlich. Mit dem Rechenstrich kann ich prima über die 10 rechnen. Ich möchte zuerst mal eine Addition machen, also plus rechnen. Ich rechne 43 plus 18. Das kann ich im Kopf rechnen, wenn ich das kann, aber ich kann es mir natürlich auch einfach machen mit dem Rechenstrich. Mit der 43 fange ich hier erstmal an. Und jetzt gucke ich gar nicht, was da für eine seltsame Einerziffer ist. Ich gucke erstmal auf die Zehnerziffer und sage, okay, plus 10 kann ich leicht rechnen. 43 plus 10 gleich 53. Okay, den ersten Schritt habe ich getan, aber jetzt ist ja noch die 8 übrig. Und ich sehe irgendwie die 8, dabei komme ich bei der 53 irgendwie über den Zehner, also auf die 60 und noch weiter hinaus. Aber ja, weiß ich noch nicht, wie viel. Aber was ich machen kann, ist, ich kann rausfinden, wie viel es von der 53 bis zur 60 ist. Jetzt sind unsere verliebten Zahlen ganz wichtig. Verliebte Zahlen, das waren alle Zahlen, die zu zweit 10 ergeben. Und jetzt schaue ich mir mal die 3 an. Und ich sehe, die 3, die ist Teil von den verliebten Zahlen. Denn ich will ja hier auf eine Zehnerzahl kommen. Wenn ich die 3 habe, sehe ich hier, fehlt mir noch die 7. Also rechne ich plus 7. Man sieht, von der 8 ist jetzt die 7 schon weg. Aber es bleibt immer noch was übrig. Deswegen muss ich noch einen Bogen zeichnen. Ja, und was rechne ich da? 7 habe ich ja schon, also plus 1. Und das kann ich wieder gut im Kopf rechnen. 60 plus 1 gleich 61. Und dann habe ich die Aufgabe, die ein bisschen schwieriger aussah, ganz schnell gelöst. Jetzt wird es ein bisschen schwieriger, denn jetzt möchte ich minus rechnen, also subtrahieren. Auch mit den verliebten Zahlen und natürlich mit dem Rechenstrich. 64 minus 37. Ist auch nicht so einfach im Kopf zu rechnen, deswegen machen wir es wieder mit dem Rechenstrich. Zuerst den Rechenstrich natürlich. Und bei dem Minusrechnen mit der 64 fangen wir immer rechts an. Okay, wir rechnen zuerst mit den Zehnerzahlen. Also 64 minus 30. 64 minus 30 ist 34. Ja, und jetzt haben wir noch die 7 übrig. 34 minus 7, okay, im Kopf gerechnet, ich weiß auf jeden Fall, ich komme über den Zehner, also ich rechne auf jeden Fall mal bis zur 30. Das kann ich im Kopf gut rechnen. 34 minus 4 ist gleich 30. Tja, jetzt habe ich aber 7 wegzunehmen. Es sind aber erst 4. Ich brauche also auf jeden Fall nochmal einen Bogen. Und jetzt gucke ich mal, 4 sind schon weg. Fehlen mir also noch minus 3. Und jetzt bin ich wieder bei meinen verliebten Zahlen, denn hier ist die 3. Und ich weiß, eine andere Zahl mit der 3 ergibt zusammen 10. Das ist die 7. Also weiß ich, hier kommt die 7. Und weil ich von der 30 ja weiter nach links gehe, die 27 hin. Und dann habe ich meine Aufgabe fertig gerechnet. 64 minus 37 gleich 27 mit meinen verliebten Zahlen.